Artikelnummer SCP-227. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-227 ist in einem klimatisierten Raum bei einer Temperatur von 21 bis 24 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 10% zu verwahren. Jeder, der das Objekt berühren möchte, muss hierfür OP-Handschuhe tragen. Ein Vorrat davon ist stets zusammen mit SCP-227 aufzubewahren. Lebensmittel, Getränke, Zigaretten oder andere Kontaminationsquellen sind innerhalb des Sicherheitsbereichs nicht erlaubt. Lose Kleidung, Haare oder andere Anhängsel sind zu vermeiden. Nur Personen mit einer Freigabe der Stufe 3 oder höher dürfen Zugang zu SCP-227 erhalten. Mitarbeiter mit niedrigerer Stufe dürfen aber das Objekt unter Aufsicht benutzen. Wenn SCP-227 an einen anderen Ort transportiert werden muss, ist es dafür in einen versiegelten, luftdichten Behälter mit Schutzgas zu verschließen. Beschreibung: Bei SCP-227 handelt es sich um ein bronzenes Uhrwerkgerät mit den Maßen von 10 cm x 15 cm x 26 cm und einem Gewicht von 5 kg. SCP-227 ähnelt in seinem Aussehen den Rekonstruktionen des sogenannten Antikythera-Mechanismus, einem unvollständigen und stark korrodierten griechischen Artefakt, dessen Entstehung bis dato auf etwa 100 v. Chr. Geschätzt wurde. Im Gegensatz zu diesem Artefakt wurde SCP-227 intakt und scheinbar voll funktionsfähig gefunden. Dies liegt zum Teil daran, dass SCP-227 an Land in statt auf dem Grund des Mittelmeers gefunden wurde, aber der Mangel an erheblichen Schäden ist dennoch bemerkenswert. Die ersten Versuche mit SCP-227 zeigten, dass es wohl in der Lage ist, sich über längere Zeiträume selbst zu reparieren. Weitere Untersuchungen warten noch auf die Freigabe durch O5-Level-Mitarbeiter. SCP-227 besitzt ein großes Ziffernblatt mit 3 Zeigern auf der Vorderseite. Dieses Ziffernblatt weist mehrere konzentrische Ringe auf, die sich unabhängig voneinander drehen können. Die Rückseite besitzt 2 große Zifferblätter mit je 2 Zeigern. Diese sind von einer Spiralnut umgeben, durch die ein Teil der Innenverzahnung sichtbar ist. Eine Reihe kleinerer Zifferblätter sind um den Rest des Objektes herum angeordnet. Die Gesamtzahl dieser kleinen Zifferblätter, die gleichzeitig sichtbar sind, variiert während der Verwendung des Objekts, ebenso wie die Anzahl der Zeiger auf jedem Zifferblatt. Auf der rechten Seite von SCP-227 befinden sich 3 kleine Kurbeln. Durch das Drehen von einer von diesen Kurbeln werden die beweglichen Teile von SCP-227 in Bewegung gesetzt. Die obere Kurbel bewirkt die schnellsten Drehungen. Einige der kleineren Zeiger bewegen sich bei dieser mit Geschwindigkeiten von über Umdrehungen pro Minute. Bei längerem Gebrauch der oberen Kurbel erwärmt sich SCP-227 deutlich, daher ist dem Personal empfohlen worden, beim Drehen dieser Kurbel Vorsicht walten zu lassen, um eine Beschädigung von SCP-227 oder Verletzungen zu vermeiden. Die mittlere und die untere Kurbel werden für mittlere und feinere Einstellungen verwendet. Das Objekt ist mit einer Vielzahl von Inschriften versehen, die meisten davon sind im attischen Griechisch, einige jedoch in verschiedenen, bisher noch nicht entschlüsselten Schriftsystemen verfasst. Dazu gehören unter anderem Linear A, kretische Hieroglyphen und eine oder mehrere unbekannte Sprachen. Der übersetzbare Text ist im Wesentlichen eine Bedienungsanleitung für SCP-227, mit Ausnahme einer Passage, in der es heißt, dass Daten gelöscht. Die vollständige Bedeutung dieser Passage wird derzeit untersucht. Erste Anzeichen deuteten darauf hin, dass es sich bei SCP-227 um eine unglaublich genaue astronomische Rechenmaschine handelte. Symbole, die die Sonne, Mond und die Planeten repräsentieren, sind auf dem vorderen Zifferblatt prominent platziert, ebenso wie viele andere Symbole von unbekannter Bedeutung. Die hinteren Hauptzifferblätter haben Markierungen, die mit mehreren alten Kalendersystemen übereinstimmen. Dazu gehören der Kalippische, Meton, Saros und Sotis-Zyklus. Es sind noch mindestens 2 weitere bisher unbekannte Kalendersysteme präsent. Anhang SCP-227-01. Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass SCP-227 in der Lage ist, die Position von Himmelskörpern zu berechnen, die erst kürzlich von der modernen Astronomie entdeckt wurden. So entsprechen beispielsweise ein paar Zeiger und Markierungen dem Kuipergürtelobjekt 50000 Quaoa. Quaoa ist selbst mit dem Hubble-Weltraumteleskop schwer zu erkennen. Wie der Erfinder von SCP-227 diese Umlaufbahn vorhersagen konnte, ist bisher unbekannt. Anhang 227-02. SCP-227 ist auch in der Lage, aperiodische astronomische Ereignisse vorherzusagen. Ein Forscher bemerkte beim Drehen der oberen Kurbel das kurze Erscheinen eines kleinen Ziffernblattes. Die Feinabstimmung ergab, dass das kleine Zifferblatt erstmals am 23. Februar 1987 erscheint. Dies ist das Datum, an dem die Supernova SN1987A zum ersten Mal auf der Erde beobachtet werden konnte. Anhang SCP-227-03. Es ist nicht möglich, SCP-227 auf das Datum 2000 vorzustellen. Es wurde versucht, mit einer Kraft von über 100 Newton die untere Kurbel über dieses Datum hinaus weiterzudrehen, was jedoch nicht gelang.
Ein Versuch mit mehr Kraft ist wegen der Gefahr der Beschädigung von SCP-227 nicht erlaubt. Wenn das Objekt auf dieses Datum eingestellt ist, erscheint eine große Anzahl von Zifferblättern und Symbolen, die bei keiner anderen Einstellung zu sehen sind. Die Bedeutung dieser finalen Einstellung ist unbekannt. Einige Forscher glauben, dass dies ein XK-Klasse-Weltuntergangsszenario darstellen könnte, zum Beispiel ein vorbeiziehender brauner Zwerg, die sogenannte Nemesis-Hypothese, ein Gammastrahlenausbruch oder Daten gelöscht. Anhang SCP-227-04. In einem Fall änderte sich das Datum der finalen Einstellung von SCP-227 um Jahre nach hinten. Die Symbole, die in dieser neuen Einstellung erschienen sind, waren etwas unterschiedlich als die vorherigen, aber auch ihre Bedeutung ist unbekannt. Es wird derzeit untersucht, was diese Veränderung verursacht haben könnte.